Ey, ihr lieben Mettrinker. Erstmal ein herzliches Danke, dass ihr meine Videos schaut und mich tatkräftig unterstützt mit dem Daumen und dem Abo. Ist klasse, ist cool von euch. Heute gibt's ein Video zu diesem Rumor, oder ist jetzt schon mehr, dass man Halle der Gefallenen, dass man andere Spieler rächen kann und den Tod rächen. Ja, da gibt's Revenge. Ich zeige euch mal, wie das funktioniert. Klappt nicht beim ersten Mal, muss man ein paar Mal machen, aber es funktioniert. Bleibt mal dran, wir gehen mal rein. Da sind wir zum Schnellreisepunkt gereist. Ich zeige euch gleich nochmal auf der Karte genau, wo wir jetzt sind. Nur mal kurz aufmachen. Also hier ist der Turm in Trümmern, hier ist der Schnellreisepunkt, aber zeige ich euch gleich nochmal. Es geht einfach um diese Quest. 10 gefallene Krieger rächen. Und zwar Ubisoft Connect, einmal aufmachen. Hier Ruddel, 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 da gibt's alles Mögliche. Und hier gibt's eben Halle der Gefallenen. Räche den Tod von 10 Spielern. Ich habe jetzt hier schon 1 von 10 stehen, weil ich schon einen Tod eben gerecht habe. Und den habe ich schon gemacht. Und ich zeige euch auch gleich, wie das funktioniert und wo der geht und wie ihr diese Questreihe überhaupt anfangen könnt zu triggern. Das funktioniert nämlich auf der Karte hier eigentlich bis jetzt bekannt nirgends, außer in East Anglia hier. So, zeige ich euch aber gleich auf der Karte. Da gehen wir jetzt gleich hin und dann geht's mal los. Da sind wir jetzt. Ich zeige auf der Karte, wo wir sind. Also, um das zu triggern, dass man die Aufgabe erfüllen kann, diese Quest, sage ich mal, den Tod rächen von 10 Leuten, 10 Krieger, Gefallenen, geht man hier nach East Anglia. Dann hier hin, so, nicht so ganz groß machen, Brislea Gehöft, einfach weiter nach Osten. Da ist Zetstein, da ist der Schnellreisepunkt, kann man schön hinreisen. Und hier ist es Kotu-Gehöft. Es soll angeblich auch woanders funktionieren, hier mit Schweinchen warten und so, Schweine umbringen und dann warten. So, das hat nicht funktioniert. Hier funktioniert es eigentlich am besten. Und hier sind ein Haufen Soldaten, alle platt machen. Also einfach hier jetzt die Soldaten alle mal meucheln. Diesen Wachen entgeht nichts. Nein, denen entgeht nichts. So, ich habe hier aber mein brutales Bild dabei. Habe ich gestern da will man mal meinen halben Bogen hier. Warte, einmal. Mal gucken. Oh, 1317, habt ihr gesehen? Das kann keiner überlegen. Stärkster Bogen im Spiel. Habe ich auch ein Video gemacht, verlinke ich auch noch hier drunter. Und zu dem Bild, den ich heute anhab, hier mit dem mit der Rüstung Gallow Clay und den bösartigen Flegels. Das Video nennt sich Mähdrescher. Da gibt's richtig gedrescht. Und verlinke ich auch noch mal drunter. So, jetzt machen wir erstmal die ganzen Kerlchen blatt. Pfeil wiederholen hier. Zack, plündern können wir noch. Was? Was ist denn? Kurz da? Alter, das ist ja widerlich. Okay, das ist ekelhaft. Oh, pfui, Deibel nochmal. Ja. Oh, daneben geschossen. Oh, aber jetzt ein 570er. Na, siehst du, geht ja auch. So. Ist da noch einer? Da war doch noch irgendwo einer, oder? Naja, egal. So, also, die müssen wir alle mal etwas plätten. Ach, jetzt bist du drüber gehüpft. Willst du mich holen oder was? Komm zurück. Hab's lieb. Ja, kommt schon. So, okay. Jetzt gibt's. Und jetzt gibt's gepflegelt. Feierabend, Mähdrescher. So, hast du gesehen? So schnell geht es, mein Freund. Und Kupferstecher. So, jetzt machen wir sie alle platt. Ich werde es dann etwas kürzen. Etwas schneiden. Weil sonst wird ja das Video so lang, weil es sind ja ein Haufen Leute hier. Ein Haufen Soldaten, da ist noch einer. Den kann ich vielleicht mit dem Attentat. Ha, Attentat. Ups, das hat er weh gemacht. Oh, ein 75er, schön. Den Bogen kannst du behalten, den zerbrochenen. Das hier, Schlüssel. Na komm, greife ich auch noch den Drecksschlüssel. Da sitzt noch einer. Den könnte ich vielleicht auch mit dem Attentat erledigen. Attentat! Ah, ups! Du kriegst eins mit dem Bogen.
Das war einer ohne aufgeladenen Schuss, also ohne die Taste R zu drücken. Dann tut's nicht ganz so weh. Oh. Oh, da ist einer. Auch ohne aufgeladenen Schuss ist immer noch ein 500er. So, kann keiner überleben, die Sache. Da, soll man wieder pflegeln? Komm her, ich pflege dich. Gepflegelt. Oh, was mit dir? Auch pflegeln, komm her, nicht schießen. Pflegeln. Mähdrescher. So, auch weg. Okay, das ging ja eigentlich recht zügig. Jetzt dürfte hier keiner mehr stehen. Nichts mehr, was atmet. Dann können wir hier mal aufmachen. Da hole ich die Truhe noch. Ah, finde den Schlüssel. Drecks. Ich habe gedacht, ich habe den Schlüssel schon. Jo. Also, dann müssen wir jetzt hier einfach eine Viertelstunde warten. Das schneide ich natürlich schon raus, weil es zu lang dauert. Will ja keiner so lang warten. So, da sind wir zurück. Ich habe das jetzt ein paar Mal probiert. Ist nämlich nicht gesagt, dass das beim ersten Mal schon klappt. Kann also schon 3, 4, 5 Anläufe brauchen, bis es funktioniert. Habe mich auch mal töten lassen. Und habe dann auf dem Dach gewartet, wo ich jetzt hier auch bin. Und das hat jetzt so 12 Minuten nochmal gedauert. Und das habe ich aber beim ersten Mal habe ich es nicht aufgenommen, war ich verpeilt. Jetzt habe ich es aufgenommen. Und habe jetzt nochmal 12 Minuten gewartet, habe mich aber nicht töten lassen, sondern so wie vorhin beschrieben, bin rein, habe alle Soldatenblatt geblättet und habe halt einfach gewartet, waren vielleicht sogar 13 Minuten. Und dann kam plötzlich, oh, was haben wir denn hier? Und jetzt ist da unten was aufgetriggert, habe ich was getriggert, was aufgepoppt. Und das ist, mal gucken, interagieren. Die Treffer kamen von oben. Kuga 445. Tiefe Schnittwunden von vorne. Sieht nach einem Angriff von Nordleuten aus. Okay, siehst du? Da haben wir es jetzt. Und da haben wir. Was haben wir hier? Jetzt müssen wir den Tod bestätigen. So. Das war wahrscheinlich der dann. Und da wir den schon vorhin geblättet haben, ist es damit gerecht. Oder gibt es noch einen? Ja, da gibt es noch einen. Den haben wir auch schon geblättet vorhin. Dann müssen wir den Tod nur noch bestätigen. Und damit haben wir dann wahrscheinlich den gerecht. Und das ist diese Quest, dass wir 10 Tote rächen sollen. Mal gleich. Das sehen wir gleich schon mal bei den Herausforderungen. Bei Ubisoft Connect sollen wir 10 Tote rächen. Mögest du an Odins Seite gut speisen. Siehste. So, Kuga 4455 haben wir gerecht. Das müssten wir jetzt, wenn ich das aufrufe. Wenn ich das aufrufe, nicht verpeilt sein, Ubisoft Connect. Halle der Gefallenen, räche den Tod von 10 Spielern. Da ist jetzt aber noch nichts drin. So, dann. Gehen wir da mal raus. Mal sehen, ob es dann irgendwann rafft. So, rausgehen. Jetzt nochmal gucken. Halle der Gefallenen. Räche den Tod von 10 Spielern. 1 von 10. Also, haben wir. Ja, ist ja gut. Haben wir einen Tod gerächt. Und können somit dann diese Quest. Na, erfüllen und können weitere 9 brechen. Okay, wenn euch das Video gefallen hat, wie gesagt, würde ich mich über ein Abo freuen und über einen Daumen hoch und verpasst dann nichts mehr und bleibt gesund. Wir sehen uns. See you. Bye bye. Euer Chili.